Hi, meine lieben Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten. Hier ist euer Maestro Ernesto von www.gitarrenlinks.de oder jetzt auch lerngitarreonline.de. Ich habe ein kleines Programmchen für euch gefunden, beziehungsweise in einem meiner Gitarrenforen hat das einer Online-Schüler gepostet, hier ein ganz praktisches Tool. Damit könnt ihr euch kleine Akkordfolgenketten programmieren, die dann mit MIDI-Sounds über eure Soundkarte abgespielt werden. Also sehr praktisch, wenn man mal ein bisschen seine Solo-Gitarren-Fähigkeit ein bisschen ausbauen will und ein bisschen da sich einen kleinen Jam-Track selber programmieren möchte mit einer ganz individuellen Akkordfolge oder bestimmte Songs üben will und dann gibt einfach die Akkorde des Songs ein und kann danach mitspielen und hat ein bisschen Begleitung, Bass, Schlagzeug, Pianos und Geigen und so weiter. Wie funktioniert das Programm? Wir haben oben hier, wenn ihr das startet, habt ihr oben schon eine kleine Übungsakkordfolge hier vorgegeben. Sind noch eine einige andere Akkordfolgen auch drin. Noch mehr Akkordfolgen findet ihr auf der Webseite des Programms. Auch sehr praktisch, solltet ihr da mal vorbeigucken. Auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Und diese Akkordfolgen sind hier, diese speziell hier A-Moll, C-Dur, D, F-G ist schon eingegeben. Und zwar seht ihr hier, das ist dieses obere weiße Feld ist aufgeteilt in den Taktbereich. Da seht ihr halt den ersten Takt. Das ist hier so eingezeichnet auf diese Art. Die 1 bis zum vierten Beat des Taktes. Dann beginnt hier der zweite Takt mit jeweils 4 Beats und der dritte Takt und am Schluss hier unten der vierte Takt ganz am Ende. Und ihr seht eben auch auf der 1 jeden Taktes haben wir ein Akkordsymbol hier eben das A-Moll-Symbol, englisch aufgeschrieben A minor, oder man findet es ja auch in Kurzform AM geschrieben oder in manchen Büchern noch klein geschrieben. Das A heißt dann Mollakkord. Ist jetzt hier ein bisschen mehr an der englischen Schreibweise orientiert, beziehungsweise ist Englisch. Und wenn ich jetzt gleich auf den Play-Button gehe, wird diese Akkordfolge, diese viertaktige Akkordfolge abgespielt mit bestimmten Stilen und zwar hier mit dem Ballad-Style, 80er-Jahres-Stil, so soll das wohl bedeuten hier. Und es gibt aber noch ganze Berge von Stilarten hier, die ihr sehen könnt. Also noch sehr viele verschiedene Balladen, Dancefloor-Geschichten, Jazz, auch sehr interessant. Latin, Bossa, dafür gibt es dann auf der Webseite des Herstellers auch einige sehr interessante Akkordfolgen, solltet ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Pop-Bereich, also bergeweise von verschiedenen Styles. Ich spiele euch mal hier diese Air Practice-Akkordfolge an. Es gibt einen kleinen Anzähler hier noch, den könnt ihr euch hier bei Settings einstellen, ob der angezählt wird, der Track oder nicht. Auch die Soundkarte könnt ihr wählen, falls ihr verschiedene MIDI-Soundkarten habt. Okay, und jetzt geht's eben los. Erwartet jetzt nicht so viel, das sind MIDI-Sounds. Kleiner Anzähler und dann. Oh, sind wir gleich schon im Hoppala, jetzt muss ich gleich noch was erklären. Genau, die Song-Sequenz startet immer genau da, wo der Cursor steht. Der stand jetzt gerade hier hinten auf dem vierten Takt, beziehungsweise der vierte Takt war hier oben links im Feld. Wenn das ist, startet der Song nämlich genau da. Das wollten wir jetzt nicht, wir wollten ja von Anfang an. Also, wir müssen sehen, dass der erste Takt hier oben links im Feld ist und dann geht's los, wenn ich Play drücke. Nach dem Anzähler startet er auch mit dem A-Moll. Okay. Auf C-Dur. Ihr hört, ist ja auch ein schöner, fetter Bass dabei. Genau, kleine Variation am Schluss, die kann man eben auch dann noch programmieren, zeige ich euch gleich. In D-Dur. Genau, ihr könnt jetzt auch hingehen. Tempo ein bisschen verlangsamen, mal runterziehen oder auch einfach mit euch ein beliebiges Tempo eingeben und dann zieht er das auf das entsprechende Tempo auch runter. Genau, und dann spielt er das Ding eben ein bisschen langsamer ab oder eben beliebigen Tempo. Ihr könnt es auch transponieren, das heißt also halbtonweise nach oben oder tiefer legen. Jetzt spielt das nämlich in H-Moll ab. Und D-Dur, E-Dur-Akkord, also das ist alles genau. Dann zwei Ganztöne nach oben transponiert. Ne? Und so ist es schon. Könnt ihr auch mal schnell wechseln, euer Tempo, eure Tonarten und so weiter und dann verschiedene Skalen ausprobieren. Und wie gesagt, auch bergeweise verschiedener Styles. Könnt ihr jetzt diese Akkordfolge mal ein bisschen vielleicht mal mit einem Dance abspielen. Könnte jetzt ein bisschen gruselig klingen. Okay, gucken wir, dass schön unser A-Moll wieder auf oben links steht. Schauen wir mal. Naja, ist so ganz witzig. Ist auch eine E-Gitarre jetzt im rechten Kanal bei mir dabei. Die hört ihr wahrscheinlich auch. Wäre eigentlich auch eine schöne Idee, zu versuchen, mal diese Instrumente nachzuahmen.
wenn er mitspielt und euch jetzt diese E-Gitarre euch quasi einfach mal hinhört, was läuft da, dann könnt ihr nämlich schön hören. Dat, 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 so, drei, dat, dat, und dann versucht er mal synchron diesen Akkord-Gitarren-Part mitzuspielen. Irgendein Power-Chords oder die Standard-Akkorde könnt auf der Akustik-Gitarre. So habt ihr gleich ein bisschen auch eine kleine Übungsanleitung, also könnt ihr ein bisschen auch bestimmte Begleitformen lernen. Das ist auch sehr sinnvoll, ne? Sich da so ein bisschen mal in die verschiedenen Styles so reinzufinden. Und man hat, das haben die eigentlich, finde ich, sehr gut arrangiert hier, die Macher des Programms oder der Macher. Und machen wir jetzt mal einen erwischt, der auch ganz interessant klang. Aber die sind eigentlich viele sehr schöne Pattern dabei. Jetzt nehmen wir mal das selber Akkordfolge im Jazz-Bossa-Style. Mal sehen, wie das so klingt. Genau. Und dann geht's los. Na, ist doch echt brauchbar, ne? Genau. Genau, und schön diese Variation, dieses Fill A und so weiter. Da zeige ich euch gleich noch, was das damit auf sich hat. Aber dann wird das Ganze sogar noch ein bisschen lebendig hier. Also ihr seht bergeweise Styles und Akkordfolgen könnt ihr selber eingeben. Und dann schaue ich euch mal, zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit den Akkordfolgen. So, Transpose machen wir erstmal wieder runter. Jetzt machen wir nämlich Create Song und dann eigentlich erst kommt unten dieses Chords Input Feld hoch. Ich habe es jetzt mal hochgemacht. Das ist dann, wenn ihr Create Songs, ist dieses kleine Feld erscheint unten unter dem Programm. Sonst ist nämlich hier wieder so ein Werbebanner geblendet, so finanzieren die sich halt hier die Programmmacher. Der Werbebanner kommt allerdings nur, wenn ihr Internetverbindung habt. Wenn ihr keine Internetverbindung habt, dann ist das unten weiß. Also könnt ihr auch dem Programm erstmal das verbieten, sich im Internet zu verbinden. Dann könnt ihr das ohne diesen Werbebanner nutzen. Allerdings, wenn ihr nachher diesen Song, den ihr gleich macht, abspeichern wollt, müsst ihr eine Internetverbindung haben, weil das ist etwas tricky hier. Das läuft nämlich über die Webseite des Machers. Gar nicht mal so blöd. Und außerdem hat man dann auf der Webseite direkt einen Berg von anderen Songs, die andere User dieses Programms gemacht haben. Aber jetzt erstmal dazu, wie der gemacht wird. Ich bin also auf Create Song gegangen. Dann habe ich hier oben meine Create Song-Angabe. Und jetzt normalerweise dieses Feld hier frei. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso da jetzt noch ein Akkord steht von eben. Den lösche ich mal gerade. So, wenn ihr nämlich jetzt auf der einen zum ersten Takt einen Akkord eingeben wollt, könnt ihr diese Klaviertastatur benutzen. Müsst ihr euch natürlich ein bisschen mit Stammtönen und so weiter auskennen. Sowas lernt man übrigens auch in meinen Kursen. Stammtöne und Akkordaufbau und sowas erkläre ich unter anderem auch. Natürlich neben der Spieltechnik. Und jetzt wollen wir zum Beispiel jemanden D-Moll eingeben, drücken wir das D und gehen wir auf Minor, Englisch Moll und schon haben wir ja auf der 1 vom ersten Takt ein D-Moll. Im zweiten Takt auf der 1 wollen wir jetzt ein G-Dur haben. Wo finden wir ein G? Da finden wir das G und ein G7 nehmen wir da. Was das Programm jetzt macht, jetzt werde ich erstmal diesen Count-In abstellen. Es spielt die Takte, die mit Akkordsymbolen versehen sind, im Kreis ab. Und das hören wir uns mal an. Da habt ihr schon prima Playback, um hier eine schöne D-Moll-Pentatonik drüber zu improvisieren. Oder kleiner Tipp, versucht es mal mit C-Dur-Tönen darüber, weil das zwei Akkorde sind, der Tonart C-Dur. Und dann klingt das sehr interessant. D-Moll darüber die C-Dur-Töne zu spielen, hat gleich einen kleinen jazzigen Touch. Und das ist auch eine typische Jazz-Akkordfolge, auch diese D-Moll G7. Das kommt übrigens auch in den Kursen, wie was wir bestimmte Akkordfolgen zusammenhängen, aus welchen Tonarten und so weiter. Jetzt habe ich diese beiden Akkorde eingegeben und machen wir das mal auf dem dritten Takt hier. Nehmen wir wieder ein D-Moll, aber wir gehen jetzt mal in die More-Funktion. Wenn ich da unten auf More drücke, kommen nämlich noch andere Akkordvariationen dazu. Und dann nehme ich mal auf dem dritten Takt nehme ich auch ein auf den D-Moll, allerdings eine Variation in D-Moll 9. Da ist dann auch noch die Septe drin enthalten. Das sind jetzt die alten klassischen Bezeichnungen der Jazz-Akkorde D-Moll 9. Das ist eigentlich modern, würde man sagen, D-Moll 7, 9. Den nehmen wir jetzt mal auf der 3, auf dem dritten Takt. Und dann ist direkt weitergesprungen der Cursor zum 1 vom vierten Takt. Und da nehmen wir auch wieder ein G, allerdings dann auch in etwas verschärften. Nehmen wir mal hier, wo haben wir denn den G9 oder G7, 9.
Das ist dann auch ein etwas jazzigerer Akkord. Und jetzt können wir uns das ganze Ding nochmal anhören. Schauen wir wieder schön, dass oben links das mit der D-Moll beginnt. Und Play-Button. Genau. Und jetzt kommt der dritte. Merkt ihr, das Klavier macht schon etwas interessantere Neuner-Akkorde. Genau, wird dann schon was variiert. Achtet auf das Piano jetzt. Genau, es wird so ein bisschen mehr farbig bei diesen Jazz-Akkorden. Ne? Also könnt ihr auch ein bisschen, wenn ihr jetzt noch nicht so viel Plan davon habt, könnt ihr einfach ein bisschen experimentieren. Aber wenn man Plan hat, geht es auf jeden Fall besser. Und den Plan, ihr wisst ja, wo ihr diesen Plan bekommt, auch in Harmoniesachen. Okay, jetzt kommen dann, sind dann noch ein paar interessante Funktionen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den D-Moll-Akkord hat und den noch mit Section hier unten, ups, da müssen wir ein bisschen höher machen, Section A definiert, wird das in dem normalen Pattern gespielt, also in dem normalen, den wir jetzt gerade hatten, im Bossa. Wenn wir jetzt aber im dritten Takt hingehen und sagen, definieren wir den als, upsala, zeige ich euch, als Section B, dann gibt es da nämlich eine Variante des Begleitstils. Und da wird dann die Begleitung etwas anders. Hören wir uns das mal an. Also hier ganz dezent. Und jetzt müsste es ein bisschen. Oh, ja. Ja, da gibt es wieder ein bisschen mehr Drive. Das Ganze. Double Time. Genau. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Also, das ist schon eine ganz schön heftige Variante, Änderung. Aber man kann dadurch eben zum Beispiel eben so ein Part absetzen und sagen: Okay, die ersten zwei Takte oder acht Takte, ich würde es nicht so, eine Section B nicht so schnell unterteilen, dann in einer schönen Variante des Patterns zu spielen. Da hat sich der Macher oder die Macherin, wer immer das Programm gemacht hat, schon schön was ausgedacht und es wirklich auch ein bisschen lebhaft zu machen. Also diese Section-Geschichte ist auch schon eine praktische Sache. Und was haben wir noch? Fills haben wir auch. Das heißt, wir können auch am Anfang eines Taktes jetzt definieren, dass da ein bestimmtes Fill passiert. Das heißt, da und dann wieder Variationen, also dass man ein bisschen zur nächsten Section so ein bisschen Drive kriegt. Wir hören uns das mal an. Okay. Hoppala. Genau. Jetzt sollten wir eigentlich da, genau, jetzt sollten wir auf dem Schluss, sollten wir auch zwar das Fill B haben. Ich habe das jetzt alles auf sehr kompakten Raum, erkläre ich euch die Funktion. Ist natürlich musikalisch jetzt ein bisschen, sagen wir mal, etwas merkwürdig. Es ist viel zu viel Hektik und viel zu viel passiert da in zu kurzer Zeit. Aber nur mal, um Eindruck zu kriegen, wie man das bearbeiten kann, ihr könnt ja selber ein bisschen hingehen oder euch auf der Webseite mal ein paar Beispielsakkordfolgen da noch zusätzlich holen, sind da interessante Sachen dabei. Okay, dann gehen wir mal, hören wir uns jetzt mal die Variation mit Fill B am Schluss. Sozusagen die kleine Überleitung zur Double-Time-Geschichte und jetzt. Genau. Ja, das ist schön, also da gibt es schon einiges, was los ist. Probiert es ein bisschen aus, spielt ein bisschen damit rum, dann kriegt er schon gute Ideen. So, jetzt, wenn wir das jetzt abspeichern wollen, wäre ja schön, wenn es hier eine Save-Funktion gibt. Das gibt es in dem Sinne jetzt so nicht bei dem Programm, sondern der Macher, die Macherin hat das eben so gemacht, dass wir jetzt das exportieren können auf die Webseite. Das wird dann quasi hochgeladen auf die Webseite des Programms. Dazu benutzt ihr jetzt also den Export-Knopf. Wenn ihr auf den geht, könnt ihr eurem Song Namen geben. Also, das ist also im Prinzip schon wie Speichern. Ich nenne den mal jetzt irgendwie 111, den Song. Upala, da ist jetzt noch irgend so ein Sonderzeichen hingekommen. Na, kommst du wohl weg hier. So. Und 111. Und man kann jetzt seinen Namen angeben, würde ich aber nicht machen. Soll man ja schön anonym hier im Internet hier unterwegs sein. Ich sage dann einfach mal, mein Name ist U und meine E-Mail-Adresse ist auch U. Und wenn ich das dann tue, verbindet sich das Programm mit dem Internet und lädt die euren Beispielsong hoch auf die Webseite des Herstellers. Na, das ist also die Sache, die ja gerade passiert, Uploading. Und dann ruft er auch gleich die Seite auf, wo die ganzen Songs sind von den Usern, die das Programm benutzen. Dauert meistens eine ganze Weile. Hoppala, nee, das brauchen wir jetzt hier nicht gerade. Mein Rechner gerade aufgesetzt hier, dann kommen diese ganzen blöden Fragen wieder. Und mein Song
finde ich jetzt eben hier in der ganzen Liste. Wo war der? 111 Song. Upsala. Jetzt sind noch alle möglichen anderen Songs. Ihr seht hier bergeweise Songs. Warum ist denn mein 111 noch nicht dabei? Dann suche ich den mal. Gehen wir mal auf die Suchfunktion. Und ich suche 111. Okay, ach so. Ja, da ist er schon. Ihr seht. Ne? Und da ist mein Song. Also ich hätte ihn jetzt auch anders nennen können, aber da ist er halt. Und den kann ich jetzt einfach downloaden. Ich gehe mit der rechten Maustaste drauf und wähle Ziel speichern unter. Ja, das können wir mal ein bisschen, machen wir mal ein bisschen tiefer, damit er das auch sieht, was ich da mache. Also, na, hoppala, so machen wir es. Rechte Maustaste drauf. Na, so jetzt aber. Wo ist er? Das kommt davon, wenn man dieses Fenster so klein macht, ja. Da. Und wir gehen mal ein bisschen höher. So, 111. Und dann sehen wir, wählen wir hier Ziel speichern unter. Und jetzt könnt ihr euch diesen Song, jetzt will man Feuerwahl, schätze ich gerade, könnt ihr diesen Song 111 einfach abspeichern auf eurem Desktop oder wo immer ihr den hinhaben wollt. Und den müsst ihr dann, um den auch nachher im Programm zu sehen oder wieder zu benutzen, müsst ihr diesen 111-Endung mit SNG, müsst ihr diesen Song in den Song-Ordner des Programms kopieren. Also in dem Programmverzeichnis, wo das Programm drin ist, da habt ihr einen Ordner, der heißt Song oder Songs. Und da müsst ihr euren 111 oder wie immer euren Titel nennt, rein kopieren, rein oder auch einfach direkt da dort rein speichern. Dann ist er beim nächsten Programmaufruf, ist er dann da. Ich werde das jetzt mal gerade machen und werde diesen Song mal gerade in den Ordner da speichern. So, String X. Jetzt muss ich das Programmchen suchen, Ziel suchen. So, hier haben wir den Song-Ordner und jetzt füge ich das ein über String V. Ja, eins ist ein Song. Okay, der ist jetzt da drin eingefügt. Und jetzt schließe ich das Programm und dann hoffe ich doch, dass das gleich beim nächsten Programmstart, dass mein 111 Song dann da ist. Schauen wir mal. Und direkt am Anfang, er ist direkt on top. Könnt ihr mal sehen. Ja, solltet ihr auch, wenn ihr euer Song speichert, kleiner Tipp, wenn ihr die 1 nehmt oder ein Ausrufezeichen, dann ist es auch in der Songliste auf der Webseite, dann findet ihr euren Song weit oben. Aber ansonsten macht einfach mit der Suchfunktion, sucht euren Song. Und wie gesagt, man muss also ein bisschen dann ein bisschen den umständlichen Weg gehen, den Song erst hochladen. Aber dafür findet man auf der Webseite auch schon die Songs der anderen User. Das ist schon eine ganze große Auswahl. Und nö, sind ja Akkordfolgen. Ich meine, das sind Akkordfolgen, das sind keine kompletten Songs, das sind nur Akkordfolgen, die in diesem Styles abgespielt werden. Also das ist keine große Sache, aber zum Üben halt sehr praktisch. So, noch eine schöne Funktion ist, dass ihr auch Akkorde mit verschiedenen Basstönen-Variationen eingeben könnt. Also Slash-Chords, das sind normale Dur- oder Moll-Akkorde oder sonstige Akkorde, die nicht auf dem Grundton basieren, sondern wo der Bass oder auch im Akkord selbst ein anderer Ton als der Grundton, als tiefster Ton liegt. Das erkläre ich übrigens auch genauer in den Kursen noch, aber jetzt zeige ich einfach, wie das im Programm hier funktioniert. So eine nette kleine Akkordfolge zum Beispiel, wenn er hingeht und fängt eine Akkordfolge an mit D-Dur und dann im zweiten Takt baut er jetzt einen Akkord. Da müssen wir jetzt eigentlich mit einem alternierten Bass, und dann gehen wir in die More-Funktion wieder rein und da wollen wir jetzt auch ein D-Dur haben, allerdings mit C im Bass. Dann gehen wir auf die zweite Klaviatur und drücken da das C. Und das soll ein Dur-Akkord werden. Am Schluss drücken wir dann Major. Und dann sehen wir, im zweiten Takt gibt es ein D-Dur auf C. Und dann gehen wir mal hier im dritten Takt, nehmen wir mal einen G-Dur auf H. Ja, das hilft schon, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Aber ansonsten können natürlich aus Songbüchern auch einfach die Akkordsymbole abschreiben. Und da findet man häufig schon mal eben diese Slash-Chords. Also Slash heißt, dass hinter dem Schrägstrich ein anderer Grundton, ein anderer Basston steht. Der Grundton kann man nicht sagen. G-Dur ist der G der Grundton, aber B ist jetzt also eine Akkordvariante mit G-Dur mit B oder H auf Deutsch im Bass. Und den haben wir jetzt in dem Takt. Und dann gehen wir mal am Schluss auf einen A-Dur, sollte eigentlich ganz hübsch klingen. Gucken wir mal. A-Dur oder A7. A7 ist vielleicht noch ein bisschen schärfer. Okay, jetzt hören wir uns mal diese Akkordfolge an. Nehmen wir mal wieder irgendwie so ein der Jazz-Akkordfolge.
Bossa Style ist vielleicht auch ganz nett hier. Jazz Bossa 3 und beginnen wir die Akkordfolge auf der 1. Mal sehen, machen wir den Anzähler mal aus. Den brauche ich jetzt nicht. Oh, das ist spannender Akkord. Genau. Ja, in dem Zusammenhang bekommt er das vielleicht noch nicht so mit. Aber ihr merkt, dieses C baut Spannung auf. Der G-Dur ist nicht auf dem Grundton, ein bisschen feiner. Und dann dieser Akkord leitet wieder zurück zum D. Also, das sind jetzt so kleine harmonische Tricks, die ich einfach von der Theorie auch weiß. Das heißt, das muss irgendwie klingen, das muss spannend sein, wenn man da diesen Spannungsakkord hat, der hinleitet zum G. Wenn ich jetzt einen normalen G-Dur genommen hätte, wäre es noch ein bisschen stabiler vielleicht gewesen, aber hat mich gerade so gereizt, hier nach dem C nochmal einen Halbton runter zu gehen aufs H. Okay, das ist jetzt ein bisschen Harmonielehre in Anwendung Stuff. So dezidiert oder wie man das nennen soll, gehe ich jetzt in den Kursen nicht so in die Tiefe. Obwohl, Slash-Akkords doch in den Akustikkursen im Gitarren Power Club erkläre ich die auch sehr genau. Gibt es schöne, sehr schöne Akkordfolge von Bach inspiriert, aber die auch in einem englischen Popsong, Whiter Shade of Pale, wo das auch vorkommt, zum Beispiel, die erkläre ich auch, diese Bach-Akkordfolge erkläre ich dann in einem Power-Akkord, Gitarren-Power-Club und da wird es schon spannend und das gehört eben zur Musik auch, zum interessanten Songbegleitungen dazu, dass man auch Slash-Akkords kennt und weiß, woher die kommen und was die bewirken und so weiter und sowas wird, erkläre ich dann eben auch. Und hier mit dem Programm könnt ihr sowas eben auch machen, also auch anspruchsvolle Akkorde. Wie gesagt, bergeweise von Styles, Variationen, Fills und Sections und so weiter. Wirklich ein sehr, sehr hübsches, nettes Tütchen. Ich denke, ich mache demnächst auch ein paar kleine Playbacks einfach mal zum rüber Jam. So, man kann, okay, es sind MIDI-Sounds, die leben natürlich nicht so, als wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Also das Höchste ist natürlich immer, wenn ihr ein paar Leute findet oder wenn es auch nur erstmal als Duo irgendwo, na, ich treffe und nett Kaffee trinkt und dann noch ein bisschen Gitarre zusammenspielt, das ist eine total coole Sache. Meine erste Band ist im Prinzip auch so entstanden. Mit einem Schulfreund haben wir im Keller zu zweit gejammt. Und dann kam irgendwie ruckzuck der Schlagzeuger, ein Freund von ihm dazu und ein Bassist, ein Freund von mir. Und schon hatten wir die erste Band und es ging ab wie Luzi. Alles klar, okay, dann habt aber erstmal ein bisschen Spaß ja mit dem Programmchen und alles klar, wir sehen uns. Bis dann, ciao.